Ich hätte schwören können, zur Vigo geht Trumoburg jetzt da lang. Aber dafür haben wir ja den Wegweiser. Also da lang. Ja! Kalle Wirsch ist der König der Erdmännchen. Und der wird gefangen genommen von drei Bösewichten. Und wir, die Menschenkinder, Jenny und Max, finden ihn zusammen geknüllt in ein Spinnennetz. Und wir befreien ihn und es gibt ein Problem. Er muss zurück in das Erdmännchenreich, um diesen Zoppotrump zu besiegen. Denn der macht ihm den Königsthron streitig. Und dann ist es ein Wettlauf mit der Zeit, weil wir müssen eben rechtzeitig bei der Burg sein, damit er Zoppotrump zum Duell stellen kann. Nein! Wirsche, Wolde, Gische, Trumpe, Burke. Merkt euch das los, weiter jetzt! Kalle ist sehr, sehr ungeduldig mit uns und wir sind einfach total fasziniert von dieser Welt. Und ja, da reibt sich das ganz schön. Und es dauert eine ganze Weile, bis wir so als Trio irgendwie zusammenfinden. Ein König ohne Gefolge! Ha! Und was für ein Gefolge ich habe, du erbärmlicher Meermann! Was ich ganz spannend finde, ist, dass dieses Geschwisterpaar sich gemeinsam durch diese Reise irgendwie nochmal auch neu kennenlernt und sich unterstützt in den verschiedenen Aufgaben, die uns gestellt werden. Max, wo bist du? Max, wo bist du? Wo bist du? Hier bin ich! Jenny, hier bin ich! Hier bin ich! Jenny, wo bist du? Für mich geht es ganz viel um Angst und Neugierde. Und es geht auch um Selbstvertrauen und aber auch um das Vertrauen anderen gegenüber, die man zuerst gar nicht kennt. Erst schrumpft er uns, wer weiß, was als nächstes kommt. Ich habe Angst, Jenny. Ach, ich meine, wir können doch nicht einfach mit ihm in dieses Loch da verschwinden. Die Ratte und die Spinne, die sind so böse, dass die haben nicht mal Namen. Wir bauen eine Falle, das wird das Beste sein. Der miese kleine Kalle, meckert bestimmt hinein. Und Peter an, dann ist der Wunsch, wir sind ihn endlich los. Und ich bin allein und das König endlich groß. Normalerweise haben wir Erdmenschen ja einen ausgezeichneten Orientierungssinn. Aber es ist ja verdammt gefährlich. Hier unten. Ich spiele so gern für Kinder, weil das immer so direkt zurückkommt. Also wenn die was lustig finden, dann prusten die los. Und wenn die was ganz doof finden, dann schreien die und buhen und so. Und das finde ich ganz toll, ja, weil das so direkt unmittelbar ist. Ja, deswegen macht es großen Spaß, finde ich, das Kinderstück. Wir feiern euch alle, das wird das Beste sein. Und ich natürlich alle, der lädt uns alle heilig. Ich lade euch alle.